Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir machen heute weiter im 2. Thessalonicher Brief und wir sind im ersten Kapitel und lesen heute die Verse 5 bis zur ersten Hälfte des 10. Verses. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie ist denn Gerechtes vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt? Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkannt, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, im Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jedem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert werden in denen, die glauben. Dieser heutige Text, der schließt direkt an den gestrigen an. Es ging auch dort schon um diese Verfolgung und die Bedrängnisse, mit denen die Thessalonicher ausgesetzt waren. Und Paulus hat ihnen gestern gesagt, was wir gestern gehört haben, sie haben standhaftes Ausharren und Glaubenstreue bewiesen. Und heute beschäftigt er sich mit dieser Frage, wie schauen wir denn allgemein auf diese Verfolgung und Bedrängnisse? Und diese Frage kannst du dir auch stellen. Wenn du auf Leid, auf Verfolgung, auf du bist ausgelacht, du hast irgendwelche Nachteile für den Glauben oder Gott schickt dir eine Krankheit, stellst du dir dann nicht auch auf die Frage, ist das nicht unfair? Ist das nicht genau die Gemeinde, die sich für Gott entschieden hat und statt sie zu belohnen, gibt Gott ihnen diese schweren Situationen im Leben? Und Paulus sagt hier, er sagt, das sind Anzeichen für ihre Mitgliedschaft am Reich Gottes, dass sie dem Reich Gottes würdig geachtet werden. Und das Erste, was wir uns davon mitnehmen müssen, die Thessalonicher, die erleben diese Bedrängnisse und Verfolgung nicht einfach so, sondern sie leiden für das Reich Gottes. Sie waren bereit, für das Reich Gottes, für ihren Glauben, Bequemlichkeiten abzulegen. Sie haben sich nicht nur um sich selbst gedreht und sind nicht einfach nur den weltlichen Freuden gefolgt. Sie haben nicht versucht, ein bequemes Leben zu leben, mit einem gemütlichen Häuschen und dann irgendwann leise zu sterben. Sondern sie waren bereit zu gehen und das hat ihr Ausharren und ihre Glaubenstreue gezeigt. Und wenn sie leiden, dann nicht einfach so, sondern für das Reich Gottes. Weil das ein Anzeichen ist, dass Gott an ihnen arbeitet. Das sagt Paulus hier. Er sagt, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr würdig erachtet worden seid. Das bedeutet, dass wenn wir als Christen Leid entgegenstehen, dann ist es keine Zeichen, dass Gott uns hasst oder bestrafen will oder irgendwas, sondern das Gegenteil. Wir können daran sehen, dass Gott ein Werk mit uns angefangen hat, dass er an uns arbeitet, dass er die Thessalonicher sich ausgesucht hat, um sie seinem Reich würdig zu gestalten. Und das haben wir gestern gesehen, dass sie an Liebe zunehmen, dass sie an Erkenntnis der Gnade zunehmen oder wachsen daran. Und wir sehen, dass Gott sie aussondert von der ganzen Welt. Und Paulus sagt hier, ihr müsst diese ganzen Probleme, mit denen ihr euch konfrontiert seht, in Relation zu dem Gericht sehen, welches kommt. Das bedeutet, die Perspektive einnehmen, dass irgendwann ein gerechtes Gericht Gottes kommt. Und dann ist die Frage, gehörst du zum Reich Gottes oder gehörst du zum Reich der Welt? Und deswegen können wir uns freuen über die Bedrängnisse, die wir aufgrund unseres Glaubens bekommen, weil sie ein Beweis dafür sind. Sie beweisen, dass Gott mit uns arbeitet und sie beweisen auch, dass wir nicht zu dieser Welt gehören. Die Thessalonicher damals, sie wurden ausgelacht, sie wurden verfolgt, sie wurden gequält, sie wurden sogar getötet dafür, dass sie sich zum Glauben bekennen. Und das ist ein Zeichen, dass sie nicht zu dieser Welt gehören. Und Paulus, er beschreibt das hier, was am Tag des Gerichts kommen wird. Auf der einen Seite haben wir diejenigen, die bedrängen. Die ganze Welt im Endeffekt. Wir haben diejenigen, die Jesus ablehnen. Hier steht, die ihn nicht erkannt haben, die ihn nicht kennen, die keine persönliche Beziehung haben und ihre Hoffnung nicht auf Jesus legen.
diejenigen, die das Evangelium nicht angenommen haben, sondern verworfen. Und hier steht, was mit ihnen passiert, und wir müssen verstehen, dass das sehr im Gegensatz zu dem ist, was die Welt heute predigt. Sie werden die Herrlichkeit Jesus sehen. Jesus nicht als armer, als kleines Kind, nicht als armer Bürger auf dieser Erde, sondern als Gott in seiner vollkommenen Herrlichkeit. Mit Macht und mit den Engeln wird er vom Himmel her kommen. Und wisst ihr, was sie bekommen werden? Die Bedränger werden selbst Bedrängnis ernten. Das sagt der Text. Und zwar Feuer, welches vom Himmel runtergeht. Das ist eine Umschreibung für den brennenden Zorn Gottes. Sie werden nicht mehr geschützt werden, sondern sie werden konfrontiert werden mit Gottes Zorn, mit dem ewigen Verderben. Eine vollkommene, aber eine gerechte Strafe. Denjenigen, die jetzt auf dieser Welt dem nachjagen, was irdisch ist, und das abstoßen, die Christen, die Leute, die hinter Jesus hergehen. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die für würdig erachtet wurden, diejenigen, die geglaubt haben, diejenigen, die zu Jesus gehören und bereit waren, diese Bedrängnisse, diese Verfolgung in Kauf zu nehmen, diejenigen, die standhaftes Ausharren und Glaubenstreue bewiesen haben. Und wisst ihr, was sie ernten werden? Ruhe. Ruhe im Angesicht des Gerichts. Gott wird sie trösten. Er wird sagen, komm her, du hast gelitten, du hast Schwierigkeiten in Kauf genommen, aber jetzt setz dich hin und ruh dich aus. Und das wird so bildhaft dargestellt, die Gerechten werden genauso die Größe, die Offenbarung Jesu sehen, die Macht und die Stärke mit den Engeln vor dem Thron Gottes, aber statt dem Zorn entgegenzustehen, statt sich zu fürchten, brechen sie in Jubel auf. Hier steht, dass er verherrlicht wird von den Heiligen, dass er bewundert wird von denen, die geglaubt haben. Das bedeutet, auf uns wartet kein zorniger Gott, der mit seinem Feuer unser ganzes Tun und Sein verzehren wird, sondern auf uns wartet ein Retter, auf den wir uns freuen, dem wir zujubeln, auf den wir warten können. Was für ein Riesenunterschied, oder? Und das macht einen praktischen Unterschied für diesen Tag. Wie gehen wir mit unseren Problemen und Schwierigkeiten um? Sagen wir, das sind Dinge, die uns abhalten, hier glücklich zu werden, uns hier zu erfüllen. Wenn ich krank bin, kann ich mir kein schönes Haus bauen. Wenn ich krank bin oder ausgelacht werde, wenn ich nicht betrügen kann und somit vielleicht eine schlechtere Arbeitsstelle in Kauf nehmen muss. Das sind Dinge, die ein Beweis sind, ein Anzeichen dafür, dass wir würdig sind, dem Reich Gottes entgegenzustehen. Dass auf uns Ruhe wartet im Gericht und nicht der Zorn Gottes. Lasst uns dafür beten, dass wir es schaffen, dem Reich Gottes würdig zu leben. Vater, ich danke dir für diese Bibelstelle und ich danke dir, dass du uns auch schon mit dieser Stelle Ruhe geben willst und Trost in unseren Bedrängnissen und Leiden. Herr, du weißt, was auf jeden von uns heute zukommt und ob es ein schwerer oder leichterer Tag wird, Herr, aber du möchtest uns einen Beweis geben, Anzeichen darauf geben, dass wir Bürger deines Himmels sind. Ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, würdig zu leben, deinem Reich würdig zu leben, dem Evangelium, deinem Opfer würdig zu leben, dass wir uns nicht beschweren, sobald Schwierigkeiten kommen, dass wir nicht rumjammern und Hauptsache raus wollen, Herr, sondern dass wir ein standhaftes Ausharren und eine Glaubenstreue beweisen können, weil das für uns Beweise sind, dass wir auf ein eigentliches Reich warten und nicht hier, dass wir bestrebt sind, dorthin zu gelangen und nicht in dem Hier und Jetzt leben. Herr, aber gleichzeitig bitte ich dich auch für die Menschen, die das noch nicht haben, die dem Evangelium noch ungehorsam sind und die dich nicht annehmen wollen in dieser Weltzeit. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen die Augen öffnest, und auch unsere Augen und Herzen für diese Menschen, dass wir sie lieben können und dass wir ein Zeugnis sein können, dass du sie doch noch gewinnen kannst, unsere Nachbarn, unsere Freunde, alle, die dich noch nicht kennen. Herr, sei du mit uns an diesem Tag und führe uns durch die Schwierigkeiten und Probleme, die auf uns zukommen. Amen.